Welcome back zu dem Movie Star Planeten Review 2023. Du bist gespannt, was im heutigen Video auf dich zukommt, wie mein Fazit zu dem Ganzen ist und welche Pläne ich noch für MSP-Content habe. Dann bleib auf jeden Fall dran, denn heute gibt's nicht nur ein Review, sondern auch ein tolles Video zu. Wir schließen modisch ab auf MSP1, denn Cheryl hat nicht nur einen neuen Look zu diesem tollen neuen Glam-Sparkle-Thema, sondern auch Ruth hat sich einen neuen Look angeschafft und es sieht sehr, sehr gut aus. Spezielle Items, tolle Farben, schaut vorbei, Props gehen raus an diesen mega coolen Look. Ding ist, ich wollte gerade so gegen Ende des Jahres mal sowas Besonderes machen, weiß nicht, New Year's Eve Update, neues Artbook oder so, ein Film. Und dann war mir klar, ich muss einfach Dampf ablassen. Und ich war jetzt dann neulich wieder auf meiner Freundesliste unterwegs, weil ich da einfach schauen wollte, was ich so getan hat die letzten Monate. Und dann habe ich wieder neue Anfragen gekriegt. Und da sticht eine Anfrage besonders heraus, nämlich Dave das Model. Dave Love? Gab's da nicht eine Vorgeschichte? Oder? Nee. Dave das Model. Dann dachte ich mir nur so, da gibt's Parallelen. Und da schauen wir doch einfach mal kurz auf seinem Profil vorbei, was es da so gibt. Das mache ich immer gerne, vor allem auch, wenn ich neue Leute kennenlerne und so. Und da kam es mir auch schon ins Gesicht gesprungen. Dieses Artbook. Allein schon der Titel, sehr viel Text. Ich liebe Text. Deswegen war klar, wir müssen jetzt da drauf. Und tatsächlich wurden mir gerade die Augen geöffnet, dass nicht nur ich gegen Ende des Jahres diese Gedanken pflege, sondern dass es auch andere gibt, die genau das Gleiche denken. Und dann habe ich natürlich auch einen Comment zugeschrieben. Ich habe sogar ein Grau geschrieben. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Und da sind wir auch wieder beim Thema, ne? Bugs, 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 Bug my life. Genau das ist es. Genau das ist es. Und ich habe natürlich auch passend dazu ein Artbook gemacht. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mir da auch nicht sonderlich viel Mühe gemacht, weil es war jetzt so gegen Ende des Jahres. Ich wollte einfach mal so grob zusammenfassen, was so auf MSP war. Aber 18 Likes, Leute, bestätigt doch einfach nur, dass die Community nach Bedürfnis schreit. Das wollte ich jetzt in dem Video eigentlich detailliert ansprechen. Also was gab es dieses Jahr eigentlich und was war MSP dieses Jahr überhaupt? Ihr werdet nachher mal im Review noch viele Aspekte, die ich jetzt genannt habe, wieder sehen an der einen oder anderen Stelle. Aber ich meine, es ist einfach genauso, wie es ist. Ich meine, wenn wir das jetzt einfach mal Revue passieren lassen, MSP1, das war MSP1 dieses Jahr. Der ganz große Skandal, dass dann einfach E-Mails und persönliche Daten von unzähligen Usern an Dritte und auch an andere weitergeleitet wurden und dass es wieder diese Hackerwelle gab und so. Das war wieder so ein ganzes Fass von diesen ganzen eklatanten Sachen, die man da gebracht hat. Und es gab dann auch ein passendes Video zu. Und ja, ich hatte mich natürlich auch das ein oder andere Mal zu geäußert, aber ja, das hat einfach wieder so ein völlig schlechtes Licht auf alles geworfen. Und ich meine, ansonsten gab es halt diese neuen Erstellfunktionen bei den Looks, dieses Framing, Animationen, das hat man safe aus MSP2 übernommen. Ich meine, da gab es ja schon unzählige Möglichkeiten, dann seine Looks und gespeicherte Looks dann zu bearbeiten und modifizieren mit Items und mit verschiedenen anderen Sachen, Effekte zum Teil auch. Aber ja, das ist tatsächlich der MSP2-Stil. Das hat man dann auch bei den Thumbnails hier so gemacht, dass man sagt, ich brauche jetzt hier ein passendes Film-Thumbnail, wo ich dann auch Sprichwort an die YouTube-Thumbnails aus den Artbooks zurückdenken muss. Aber ja, das hat natürlich auch wiederum gefehlt auf MSP. Und ich meine, bis auf ein paar tolle, ich nenne es jetzt schon starke Themen, ja, starke Themen und starke Diapack-Sachen, gab es dieses Jahr auf MSP1 nichts Neues. Klar, es gibt eigentlich so gut wie zu jeder Season ein begrenztes Event oder so, aber ist das wirklich genug, um zu sagen, dass MSP1 ein gutes Spiel ist? Nein! Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich meine, MSP2 hat es jetzt letztendlich auch nicht anders gemacht. Ich meine, wir haben da natürlich nicht nur unsere NPCs und so, das muss ja alles auf ein Konzept beruhen, sondern da gibt es jetzt auch schon Spezies, dann haben die jetzt auch bald dieses neue Dress-Up, aka schick machen aus MSP1 wieder. Und ich denke mir halt nur so, natürlich gibt es Parallelen, aber dass sich jetzt das eine Game und das andere gegenseitig beeinflussen, anstatt dass man daraus ein völlig neues Game macht oder nur eins. Oder nur eins lässt, das sind Dinge, die ich nicht so ganz verinnerlichen kann. Ich meine, ich verstehe es letztendlich auch nicht. Ich meine, MSP1, ich habe es ja schon in meinem Artbook erwähnt. Und nicht nur in dem, sondern in tausend anderen Artbooks. Und das haben auch tausend andere User so gemacht. Es hat so viel Potenzial. Es ist
ein tolles Spiel und man kann sehr, 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 sehr viel draus machen. Natürlich ist es so, dass man da auch immer so an die technische Umsetzung denken muss. Das ist mir natürlich auch nicht entgangen. Ich habe mir jetzt auch schon vereinzelt in den letzten Jahren Videos angeschaut von Leuten, die eher so im Programming drin sind, sag ich mal, und die sich da einfach besser auskennen. Wir können uns ja schon denken, wie viel auf MSP kodiert wurde. Ich meine, es gibt so viele Inhalte, es gibt so viele Items, es gibt so viele Animationen, es gibt so viele andere Extras und so vieles mehr. Aber Leute, aber man kann stattdessen versuchen, Kapazitäten freizugeben für Dinge, die wirklich wichtig wären. Beispielsweise das, was wir hier so auf MSP unter unnützen Sachen verstehen. Einfach Items, die so gut wie nie jemand brauchen wird. Da gibt es im Shop so viele. Da habe ich nie irgendwelche User, bis auf irgendwelche Hacker-Accounts oder so gesehen, die wirklich von Gebrauch machen. Oder es gibt dann auch andere unnütze Funktionen, zum Beispiel auch das Forum oder Designstudio. Das sind so Sachen, mit denen ich beispielsweise auch gar nichts anfangen kann. Warum muss man auch Wettbewerbe eine eigene Kategorie zuordnen und dann einfach wieder so viel Platz verlieren, wenn man stattdessen dazu auch eine andere Kategorie machen kann, die man mit Events anknüpft oder so. Also da gibt es auch wieder so viele Möglichkeiten. Und wollen wir doch mal ehrlich sein, hat schon mal irgendwer von euch in den letzten Jahren oder Monaten, und seid da bitte ehrlich, hat da irgendwer das Haustierhotel benutzt? Ich weiß noch, das hatte ich zuletzt genutzt, als ich glaube ich 13 war, wo ich dann in Sommerferien 2 Wochen inaktiv war. Und ja, seitdem habe ich das auch nie wieder benutzt. Und ich meine, allein schon daran sieht man, das Game könnte eigentlich so viele unnütze Dinge entfernen und stattdessen dann einfach mehr so Richtung Roleplay, Community-Game, dann einfach was völlig Neues draus machen. Ich meine, Club Penguin war ein Riesenerfolg damals. Oder auch so andere Spiele wie Club Penguin, wo man dann immer so große Map hatte und es dann einfach fast wöchentlich immer neue Events und Updates gab mit neuen Kostümen und neuen Animationen und Effekten. Und das fehlt hier einfach. Hier fehlt einfach diese Einstellung zu den Updates, dass man einfach sagt, wieso machen wir nicht ein richtiges Roleplay? Ich meine, MSP hat sich schon Namen gemacht. Wir haben hier dieses Thema Red Carpet Gala. Das kann man so gut ausbauen. Man kann dazu mit NPCs Geschichten drehen. Man kann dazu auch neue Orte erstellen. Und nicht nur irgendwelche Chatrooms, die aussehen, als ob man da ein Greenscreen hingepackt hat, sondern dass man wie auf MSP 2, das fand ich auch ganz gut bei diesem Sommer-Event, was es gab dieses Jahr, dass man völlig neue Räume macht, wo man da vielleicht dann auch neue Orte entdecken kann, wo man da Abenteuer erleben kann oder so. Und man bewegt sich hier so gut wie kaum. Dieses Game ist einfach nicht interaktiv. Und das muss ich keinem sagen, wir alle wissen es. Deswegen sind auch alle einfach lieber auf MSP 2, weil da kommt man wenigstens in einem Monat online und hat dann einfach so eine ganze Quest, wo man einfach 4 Updates hat oder mehr zwischendurch, je nachdem, wie die Quest aufgebaut ist. Und ich fand die dieses Jahr richtig stark, wenn dann am Ende nicht auch wieder das gewesen wäre mit Couple, ist der vergeben und so. Das hört sich jetzt für die meisten wahrscheinlich unnütz an, aber das ist es nicht. Weil ich meine, letztendlich würde sich dann diese ganze NPC-Story so entwickeln, dass man sagt, alle haben jetzt Pärchen und wir müssen dann Quests lösen und sozusagen die Laufburschen spielen für Pärchen, die es dann auf MSP 2 gibt. Und ich glaube, das will keiner. Also ich glaube, niemand hat Bock, dann einfach in ein Game online zu kommen, wo einfach jeder vergeben ist. Ich meine, ich sehe schon kommen, Exmo und Samantha sind dann am Valentinstag mit ihrer neuen Ankündigung mit am Start. Wir sind jetzt offiziell ein Paar. Und wenn sowas beispielsweise kommt, dann hat es meiner Meinung nach auch eben das ganze Gameplay versaut. Man sollte sich eher an die individuellen Interessen und Bedürfnisse einzelner User orientieren, anstatt das Game-Kollektiv auszurichten. Das würde einfach uns als Community mehr bringen und ich glaube, das würde auch den Spaßfaktor deutlich erhöhen. Und das ist so meine Meinung zu dem Thema. Wie gesagt, ich verstehe einfach vieles nicht, wieso es so umgesetzt wird, wie es umgesetzt wurde. Aber ich habe mir persönlich garantiert vorgenommen, mich künstlerisch und technisch weiterzubilden, sodass ich einfach bestehend auf Grundlage dessen neuen Content machen kann, der einfach viel mit MSP zu tun hat oder der vielleicht sogar MSP anders betrachtet. Und ich will einfach so eine völlig neue Perspektive auf das Game werfen. Ich möchte einfach etwas, was Gaming-related ist, machen, womit ich vielleicht auch persönlich was anfangen kann. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich daraus auch irgendwann eine neue Gaming-Idee, die in den kommenden Jahren vielleicht irgendwann für großes Interesse sorgt. Wer weiß. Und das ist so mein Ziel für die kommenden Jahre, mich einfach im Content-Creating stark zu machen und mich einfach weiterzubilden und einfach meine Skills weitreichend zu verbessern. Vielleicht kann ich dann auch selbst irgendwann mal
Geschichten zu MSP schreiben. Und das sind so Dinge, die ich mir beispielsweise auch für mich persönlich aus beruflicher Sicht gut vorstellen könnte und was ich mir einfach persönlich wünsche. Wie siehst du das? Wie ist deine Meinung zu? Hast du vielleicht was zu ergänzen? Dann lass es mich natürlich gerne wissen, denn es ist immer interessant, auch mal so den Austausch unter den Leuten mitzubekommen und einfach zu schauen, wie die anderen das so sehen. Und das sieht man nicht nur am Feedback in vielen Artbooks, sondern das sieht man auch außerhalb von MSP, wie die Community eigentlich drauf ist. Und das war's tatsächlich auch. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit den nächsten Aufnahmen und würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bis bald.